So, da bin ich wieder zurück bei Assassin's Creed und nein, nicht in Ach, bin ich verrückt hier. Spiel fortsetzen. Wir müssen immer noch mit Agathe sprechen und wir müssen immer noch von dem Baum hier runterkommen. Und was wollte ich machen? Ach ja. Ich zeige euch, was ich machen wollte. Geronimo! Ja, hat geklappt. Zumindest sind wir nicht tot. Das ist ja auch schon mal was Gutes. Da hinten sehen wir wieder diese tolle Siedlung. Und da rechts ist wieder, was ist nochmal das für ein Symbol da? Dieses hier. Ich glaube, das dürfte doch entweder Umkleide sein oder ein Steckbrief, oder? Ich weiß es gar nicht. Mal schauen. Ich gehe mal dahin. Ach, Umkleide, ja, genau. Ja, soll ich als Sklave weitergehen oder als Assassin? Ich habe keine Ahnung, was ist denn besser? Puh, keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe mal als. Aber nee, warte, wir müssen ja zu unserem Großmeister, unserem heiligen Master Chief of all. Ja, Master halt. Und deswegen brauchen wir halt entsprechend anständige Kleidung. Ah, bin ich wieder schön. So. Auf zum Ausrufezeichen. Genau. Ausrufezeichen. So. Ich sehe, wir können da auf Plattformen springen. Und der geübte Spieler tut das natürlich auch. Hieran sieht man, dass ich kein geübter Spieler bin. Weiter. Ein zweiter Versuch. Ach ja, im Übrigen, was ich schon eigentlich im ersten Part sagen wollte, dieses Call of Duty Black Ops Declassified, was da rausgekommen ist, zusammen mit Black Ops 2 die Tage. Also wahrscheinlich eher nächste, letzte Woche, wenn ihr dieses Video hier seht. Obwohl ich weiß gar nicht, wann wird das wohl online kommen. Naja, ich rate, müsste jetzt raten. Aber dieses Black Ops, was da rausgekommen ist für die Vita, das werde ich mir vielleicht doch kaufen. Ich wollte es ja am Anfang nicht haben. Das heißt, mittlerweile, ich habe mich zwischendurch entschieden, das nicht haben zu wollen. Aber der Story-Modus soll aber auch richtig kacke sein, also ziemlich kurz und so. Also für ein Let's Play nicht unbedingt geeignet. Das heißt, wenn ich es mir kaufen sollte, für den Fall, ich kaufe es mir, könnt ihr euch wahrscheinlich darauf gefasst machen, Multiplayer-Material zu sehen. Noch eher, dass ich ein Let's Play mache, weil das scheint nicht besonders Let's Play-tauglich zu sein. Die Missionen sind wohl immer nur 2 Minuten lang oder so und geübte Spieler würden das wohl, keine Ahnung, in der Stunde durchspielen können. Und weil ich ja der absolute top-geübte Spieler der Welt bin, der geübteste Spieler der Welt, Entschuldigung, wird das wahrscheinlich nicht allzu lange dauern, das Let's Play. Ich möchte hier einmal rum. Klappt nicht so ganz. Gut, dann sterben wir halt mal kurz. Oh, wir sind nur 20% gestorben. Ist das nicht schön? Ja. Also, sollte ich mir das kaufen? Sollte. Wie gesagt, ich muss mich noch selber entscheiden. Dann wird wahrscheinlich nur Multiplayer-Material kommen, weil scheint, wie gesagt, nicht Let's Play-tauglich zu sein. Obwohl ich mir das dann selber nochmal angucken muss. Also, vielleicht lasst euch einfach mal überraschen. Je nachdem, was da kommt. Weil diese 45 € die das Spiel kostet, das ist auch schon ein Batzen Geld, muss ich sagen. Und so wie ich Call of Duty kenne, haben sich die Entwickler nicht so viel Mühe gegeben, dass das Spiel das Geld wert ist. Ich möchte jetzt niemanden verleumden, also niemanden von den Entwicklern oder so, dass die sich keine Mühe geben würden. Aber Resistance war multiplayer-technisch, naja, geht so, ne? Und es, wie gesagt, es kommt ja vom selben Entwickler wie Resistance, dieses COD. Hallo, was? Hä? Ich würde gerne da hoch. Und hier einmal rum. Scheiße. Warte, nee, auch in die Richtung müssen wir sowieso nicht. Dann schwimmen wir halt einfach mal ein bisschen. Oder wir warten ein bisschen, meinetwegen. So. Die Umgebungen sind auf jeden Fall schön gestaltet. Wenn ich hier drüber springen könnte, wäre das noch schöner. Jetzt muss ich hier rumgehen oder was? Meine Güte. Da seht ihr schon, wie viel Aufwand das ist, von Mission zu huschen. Assassin's Creed ist aber, glaube ich, auch sowieso nichts anderes. Das ist eigentlich wie GTA, nur 300 Jahre früher quasi. Also, das ist schon die dritte Folge, die ich heute aufnehme. Das ist extrem wenig. Ich hatte mir eigentlich 6 oder 8 Folgen vorgenommen, weil ich habe das Mikrofon, das ich hier gerade benutze, natürlich nur als Leihgabe erhalten. Und zwar nicht als unbegrenzte Leihgabe. Gerade mal gucken, könnt ihr überhaupt alles sehen? Ich habe seit 5 Minuten nicht mehr auf die Kamera geguckt. Ist echt schrecklich. Vor
vor allem, weil ich vor 5 Minuten noch gar nicht aufgenommen habe, sondern jetzt vor 5 Minuten. Ja. So, eintauchen will ich nicht. Ich möchte gerne auftauchen. Vielen Dank. Wie weit ist das denn noch? Meine Güte. Da vorne ist ein Baumstamm. Super. Klasse. Freut mich. Na? Der Mikrofonpegel ist mir immer so ein bisschen... Ich gucke immer so mit besorgtem Gesicht auf meinen PC, weil der Mikrofonpegel einfach so niedrig ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das optimieren kann. Aber... Naja, ist ja eigentlich auch egal. Ach, da hätten wir uns auch umziehen können. Ja, scheiße, jetzt haben wir umsonst unsere wunderbare Sonntagskleidung hier dreckig gemacht. Ja, toll. Super. Naja, gut. Was soll's. Muss man halt leider hinnehmen. Und zu Agathem müssen wir wahrscheinlich wieder ganz nach oben. Ja. Was baut der Kerl sich aber auch so ein komisches Baumhaus? Kann er sich keine normale Hütte leisten? Bauen, wie auch immer. Hallo. Ich bin da. Wer noch? Agathe, ich habe getan, was du wolltest. Der Betrüger ist tot. Er arbeitete für De Ferrer. Was hast du noch erfahren? Nur, dass er dich aus deinem Versteck locken wollte. Seien wir dankbar, dass es nicht dazu kam. Sonst wäre die Bruderschaft... Denken wir nicht dran. Du hast das Wespennest im Bayou ausgeräuchert. Zumindest fürs Erste. De Ferrer schlägt sicher zurück. Ja, dann bringen wir ihn doch einfach um. Dann kann er nicht zurückschlagen. Sequenz 2, wunderbar, eine Trophäe. Das ist das, warum ich das Spiel spiele. Die Trophäen, sonst nichts. Denn wie ihr wisst, hasse ich ja Let's Playen. Ja, das scheint mir aber ein Ladebildschirm zu sein, sonst wäre der nicht so unglaublich langatmig. Was soll ich sagen? Zwischendurch kurze Unterhaltung zu liefern ist echt nicht so ganz einfach, wenn man nichts hat, was man auf dem Bildschirm sehen kann. Hm? Serienattentat. Drücke rechts, um ein Serienattentat zu starten. Ziele auf bis zu 4 Gegner. Hm? Der Balken zeigt, wie viele Gegner markiert werden können. Ja, wahrscheinlich abhängig von der Munition, die wir drin haben, ne? Tippe ein Ziel an, um es zu markieren. Symbole zeigen dir verfügbare Ziele an. Drücke X, um die markierten Ziele zu eliminieren, ja. Herzlichen Dank. 3 Jahre vergehen. Die französische Kolonie wird an Spanien übergeben. Die Geschäfte florieren, bis die Kolonisten rebellieren. Tja, das kommt davon, wenn man rebelliert. Alles geht in die Brüche. Papa, du hast mich erschreckt. Ich wollte nicht stören. Deine Musik ist atemberaubend. Du könntest jeden Mann damit betören. Du schmeichelst mir zu sehr, Papa. Die Ehre gebührt meinem Lehrer. Ich bin nur ein Instrument seines Willens. Wie gesegnet wir sind mit deiner Tochter, die ihre Talente friedlich einsetzt und nicht wütet in den Straßen von New Orleans. Es gibt so viele Unruhen seit der Ankunft der Spanier. Nun, ich will dich nicht vom Üben abhalten. Ich habe eine Nachricht von Monsieur Blanc. Wenn du Zeit hast, hilf ihm bitte am Lagerhaus. Aber sei dann schön vorsichtig. Die Straßen sind nicht sicher für eine Dame. Mach dir keine Sorgen, Papa. Ich werde mir die größte Mühe geben. Ich weiß, dein Charme und deine Anmut sind deine Rüstung. Haha, wenn du von Rüstung sprichst, da habe ich noch was anderes im Kleiderschrank. Die Assassine hat immer mindestens Stufe 1 des Bekanntheitsgrads. Dieser steigt außerdem durch illegale Leer. Dreieck drücken, um den Reflexschuss abzulegen. Bekanntheit steigt langsamer als andere Figuren. Ja, vielen Dank. Konnte ich zwar jetzt nicht so schnell lesen. Eliminiere Zeugen, um den Bekanntheitsgrad der Dame zu verringern. Ja, das weiß ich doch alles schon. Warum wird mir das zweimal beigebracht? Und wie ich sehe, die Sklavin ist anscheinend sehr bekannt. Naja, gut. Wo kann ich mich umziehen? Das würde ich gerne mal wissen gerade. Seltsame Geräusche, die macht, wenn ihr die Treppe hochgeht. Aber scheinbar haben wir hier unser Schlafgemach. Und irgendwie gibt es hier nichts zum Anziehen. Nö. Vielleicht stoßen, ja. Ich will nichts stoßen, ich will mich umziehen.
Ja, scheiße. Gehen wir mal weiter nach oben. Das Haus scheint ja recht groß zu sein. Also zukunftsmäßig so ist die Tochter wahrscheinlich mit Sicherheit abgesichert. Ja, super. Das ist eine tolle Information, die ich hier bekommen habe, dass ich nämlich nicht mich umziehen kann. Puh, ach, warte mal, einen Moment. Was steht denn da oben links? Das Haus verlassen. Ja, tut mir leid. So bin ich halt manchmal. Da willst du das Haus entdecken und auf einmal steht da oben links die Mission, die du machen musst. Passiert halt. So. Auf jeden Fall habt ihr jetzt dadurch das Haus gesehen. Ist ja auch mal was. Oha. Ein Unwetter. Wo ist der Regenschirm? Ich werde nass. Ich werde wütend. Ich muss morden. Entschuldigung, ich muss mich unter die Leute mischen und fröhlich sein. Hurra! Los! Da hinten, was ist das doch mal? Einen Moment, das muss ich jetzt mal nachgucken. Zeugen. Ah, ja, aber die bringe ich jetzt nicht um als Dame, sonst werde ich hier bekannt. Und bekannt zu sein ist ja, wie man weiß, tödlich. Zumindest 1768 in New Orleans. 2012 in Deutschland wäre es wahrscheinlich super bekannt zu sein. Reiß Steckbriefe ab um Bekanntheitsgrad. Ja, Steckbrief. Steckbrief, ja, wo ist ein Steckbrief? Steckbriefe sind doch nochmal, sind doch normalerweise markiert, oder nicht? Gesperrte Umkleidekammer. Steckbrief, ah. Ach, scheiße, da war ein Steckbrief direkt vor unserem Haus. Ah, ja, perfekt. Ach, wisst ihr, was kommt? Boah, da hatte ich irgendwas im Hals. Wir müssen ja das volle Spielerlebnis auskosten und von daher muss ich auch alle Funktionen des Spiels einmal testen. Ich bin sozusagen, keine Ahnung, Tester halt, ne? Und da ist unser Steckbrief. Ach, was für eine schöne Braut. Das nehme ich mal mit. Das hänge ich mir in meinem Zimmer auf. Hallo, nein, ich wollte es mitnehmen. Meine Güte, lass es fallen. Gut so. Dann müssen wir halt das nächste mitnehmen. Ja, ja. Immer diese Asozialen werfen den ganzen Müll in die Straßen. Könnt ihr eigentlich alle, wenn wir alle Steckbriefe mitnehmen würden, dann hätten wir wahrscheinlich so eine Art Drucker-Kopierpapier-Stapel unter den Armen. Ist also im Endeffekt ziemlich gut, dass wir es nicht mitnehmen. Halt, Herr Knechte! Entführer! Wir wollen antworten! Schmutzige Schweine! Zurück in die Sümpfe! Wie viele sollen noch verschwinden? Haut ab! Sonst kriegt ihr einen Grund zu protestieren! Ja, genau. Fäuste einsetzen, um einen Gegner niederzuschlagen. Wer ist unser Gegner? Aufrührer. Ist... Ach, warte mal. Warte. Nein! Hallo! Entschuldigung. Ich soll doch den hier killen. Was? Was? Hallo, ich hab geschlagen. Ich hab doch ach, mal, ich hab doch gedrückt. Viereck. Ja, das war wohl nix. Dafür haben wir ein schönes Kleid an. Das ist ja ein guter Ausgleich dafür, dass wir die Mission wieder mal wahrscheinlich tausendmal verlieren. Kann ich jetzt Fäuste ein... Ach, ich muss meine Fäuste wahrscheinlich erst auswählen. Naja, gut. Oder was ist... Sind das Aufrufer? Ah, ich wollte schon sagen, ich dachte ich... Und stirb. Habe ich ihm den Rücken gebrochen? Ist ja abartig. Genug. Der Mann ist besiegt. Du missbrauchst die wenige Macht, die du hast. Ja gut, lass mich gehen. Also, worum geht es hier? Es gibt immer mehr Entführte bei uns, oder? Es gibt sie eher nicht mehr. Deshalb sind wir... Habt ihr Beweise, dass die Spanier beteiligt sind? Seit ihrer Ankunft sind es immer mehr geworden. Immer mehr? Das Leben war nie leicht. Jetzt ist es schlimmer. Ein Aufruhr wird eurer Sache nicht helfen. Ihr braucht Beweise. Ja, und wie sollen wir die bekommen? Ich weiß nicht. Noch nicht. Tolle Hilfe bist du.
Ich sollte meinen Beruf voll an den Nagel hängen. Und das mache ich in dieser Sekunde. Ja, ein Part ist rum. Und vielleicht könnt ihr mir ja mittlerweile in die Kommentare schreiben, was ihr so von diesen 15 Minuten Parts haltet. Nein, ihr könnt es auch nicht in die Kommentare schreiben, könnt ihr auch einfach lassen, denn das wird wahrscheinlich, ich muss gerade mal gucken, 1, 2, 3, das ist wahrscheinlich dann der erste Teil eines weiteren Doppelteils, die ich hochlade. Also ich werde mal schauen, ich wollte eigentlich 3 Doppelfolgen an 3 Tagen hochladen und dann mal schauen, ob ich danach wieder 20 Minuten Parts mache. Aber naja, werden wir noch sehen, wie das so läuft letztendlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich glaube, ich habe an genau der richtigen Stelle Pause gedrückt, sodass ihr weitersehen wollt, wie es weitergeht. Und deswegen sage ich tschüss bis zum nächsten Part. Und wehe, wir sehen uns nicht wieder. Ja, dann kommt ihr Besuch von Aveline in ihrem Assassinenkostüm mit einer versteckten Klinge. Ja, gut, bis zum nächsten Part.